Xbox Game Studios. Moon Studios. Ori and the Will of the Wisps. Ja, der erste Teil ist noch nicht mal komplett draußen. Wahrscheinlich werde ich ihn erst danach raushauen. Also wir haben jetzt gerade hier Corona und Pipapo. Wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich schon die ganze Welt existiert schon gar nicht mehr. Ist alles Chaos, Fallout, Pipapo. Aber meine Freundin hat gerade gefurzt. Nee, die hat gefurzt. Ach so, die Katze hat meine Freundin angefurzt. Ja, die ist für meinen Furz abgehauen. Kann man verstehen. Ja, ich habe meine Freundin gefragt, was ich nochmal aufnehmen soll, wo sie zugucken will, ob ich Bloodborne mal antesten soll oder so. Und dann meinte sie, spiel doch Ori and the Will of the Wisps. Und dann machen wir das gleich als True Rainbird. Und wir schauen einfach mal rein. Spiel starten, ein leerer Speicherplatz. Normal, bitte. Bitte normal. Ich bin da gerade auch ein bisschen geil auf, also jetzt nicht auf Ori an sich, aber auf das Spiel zumindest. Schwalbennest. Oh. Hallo, Gumon. Bad. Man wird uns ewig an den Tag erinnern, an dem ich ihn Gumon genannt habe. Das Spiel haben wir übrigens Sims programmiert. Man hört es an der Sprache. Ey, der hat unsere Kuh gestohlen. Noch vor dem morgendlichen Melken. Entschuldigung, habe ich den. Also, wenn ihr jetzt sehr emotionales Gameplay haben wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich eher zu Lissi gehen. Hier fliegt die Kuh. Oh. Thank you.
Okay, die Kuh fliegt doch nicht. Also, was ich eben angefangen habe, wenn ihr was hier die höchsten Emotionen, die ihr hier kriegen werdet, werden Flüche sein wahrscheinlich. Flüche und sowas in der Richtung. Wenn ihr schönere Emotionen wollt, geht zu Lizzie. Ich verlinke sie auch in der Videobeschreibung. Dann reisen wir jetzt in die Vergangenheit. Kurus Feder, du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke RT, um frei umherzugleiten und Luftströmung auszunutzen. Voll der Ausnutzer. Yippie. Yippie. Guck mal, Kuh, ich kann besser fliegen als du. Entschuldigung, das war gemein. Yay! Oh. Nee, hier nicht. Okay, Entschuldigung. Ich dachte, immer mal erstmal in die andere Richtung gucken, als in die man gehen muss. Weiß halt auch nicht. Ob es hier schon irgendwas gibt, was man kriegen, sammeln oder verpassen kann. Mindestens der erste Soundtrack. Schade. Schade, ich blieb verschont. Der war böse.
Tintenmoor. Also, ich frag mal kurz ein, wie lange ist dieses Spiel jetzt draußen? Monat? Stimmt, oder? Ja, knapp einen Monat. Und man kann das nicht patchen oder was? Dass mal diese blöden Soundaussetzer, die auf den Kopfhörern mega nerven, dass die nicht weg sind? Also, ja, stimmt. Dafür ist es Zeit. Es ist Zeit für einen Death Counter. Juhu, ich hab. Hallo, ich geh mal weg. Ich hab nichts gegen dich in der Hand. Ja, ihr seht schon, das Interface ist anders. Hat wo runter? Hier? Ja, auch nicht. Nein. Ich kann doch noch nicht, Schatz. Ich kann doch nicht. Du weißt das doch. Du weißt, ich kann. Aua, das wollte ich gar nicht. Ach so. Nee. Hä? Ach ja, okay. Musste ich vielleicht sogar. Und das will ich haben. 50 Geisterlicht in einem kleinen Geisterlichtgefäß. Ah! Gott, ich bin mich erschrocken, Alter. Ich wollte kein Horrorspiel spielen. Da kann ich auch noch nicht weiter. Da kann ich auch noch nicht weiter. Achso, hier kann ich durchfallen, alles klar. Hey! Endlich habe ich Durchfall. So, hallo Fall. Will ich? Wo will ich? Wo ist willig? Hier geht's irgendwo hin. Keiner weiß wo. Hä? Erstmal einen Wegweiser aufstellen, obwohl da niemand ist. Und es auch nirgendwo hinführt. Das führt doch alles zu nix hier. Ich nehme eine Fackel. Geil. Bam. Oh, bam, bam, bam. Jetzt leider ein bisschen Nahkampf. Ja, geisterlich cool. Ach, Energie wieder. Energie wiederherzustellen. Deine Geisterlichtkugel. You sure? Hey, Schlüsselsteine, natürlich. Das hat sich nicht fair und geändert. Wow. Es ist nur fair und geändert, dass Ori jetzt Nahkämpfer ist. Ich habe eine Fackel. Das ist ein Holzdinger. Ach, die halt. Klar, die gehen. Ja, nein. Du hast ein Problem? Es tut mir leid. Kann ich dir helfen? Nee. So ein katziges Problem. Ja, guck, die fällt hier runter. Halt die fest. Die Katze, das stimmt, die Katze ist fett, aber trotzdem halt sie fest. Was bist du denn? Offensichtlich kein Moki. Du kommst nicht aus Nieven, wa? Ich bin durchs ganze Land gereist und hab deins gleich noch nie gesehen. Bist vielleicht von jenseits des Wassers gekommen, du Wasser, und du bist nicht mit Tok ein Wanderer in diesen Landen. In den guten Teilen zumindest. Ich selbst suche hier Schutz vor dem Sturm, und wenn du noch weiter möchtest, wirst du durch das Geistertor im Osten gehen müssen. Dafür brauchst du zwei Zweckschlüsselsteine wie diesen hier unter der Höhle. Davon befindet sich zufällig noch einer. Und doch, das scheint zu, muss man etwas leichter realisieren, wo mit, was denkst du? Ja. Okay. Wir haben eine Quest. Hier gibt es nämlich Quests jetzt. Weil das ist jetzt voll das Rollenspiel geworden. Das Damage over Time ist ja geil. Naja. Warum hast du nicht mit dieser Fackel einfach immer weiter gespielt? Reicht nicht. Bam! Toll. Nicht weiter, das brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ich rate, vielleicht weil du dumm bist. Ja? Okay. Na gut, dann, oh, ich das nicht bin. Oh, ja, nein, der Counter hier bleibt auf null. Nicht das ganze Spiel, aber erstmal. Wiedersehen.
komme ich nicht rüber, ne? Hui. Hui. Meine Dinger, ich komme nicht an meine Dinger ran. Yay! Boah, Geisterlich left and right. Hallo, wer bist du denn? Hallo, hallo. Ich habe Feuer! Aua. Du brennst. Und du bist tot. First try, erster Boss. Was hältst du da für ein Lachen aus dem Hintergrund? Ja. Ach, Menno. Bist du dumm oder was? Was ist das für eine Fackel, die einfach aussieht? Ich hab nichts. Aua. Also bin ich hochgekommen. Was da ist? Ach so, der Schlüsselstein. Ja, wir kennen das Prinzip der Schlüsselsteine. Quest aktualisiert. Lass mich bitte. Da kam ich her, okay. Ich hab doch nur einen. Oh, du bist zurück. Er spricht einfach einen Schlüsselstein. Hier ist noch einer für dich. Ich bin ein Vogel. Jetzt kann ich meine Erkundung von Levens verlorenen Wundern fortsetzen, bevor ich noch mehr von ihnen verlieren. Und du kannst weiter das machen, was immer du bisher gemacht hast. Viel Glück. Viva Colonia. Yay, der fehlende Schlüssel. Damit können wir das Tor aufmachen, was hier irgendwo war. Aber ja, ich kann hier... Jetzt habe ich gar nichts mehr. Kann ich gar nicht mehr wehren. Hallo? Ne, ist einfach nur. Hallo? Ist einfach nur Gras? Ich dachte, das wäre so ein Lebenszellending. Der Wolf! Auf der grünen Wiese! Manu, ich will was tun können. Ich will nicht nur hüpfen. Oh. Ich. Lauf, Ori, lauf, jauf, 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 jauf. Ja, 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 Ich hab ja schon einen Boss gehabt! Oh, ei, ei, ei. Ui, ui, ui. Hui, der Mann! Der hat aber einen langen Schnauz, Alter. Wow. Oh, was? Ja, ja. Plötzlich ein neues Moveset oder was? Ich hatte doch gerade eine Fackel, das war übrigens knapp. Ich habe Howl vertrieben. Howl, den Paul. Wo hat er jetzt die Fackel schon wieder getan? Wo muss ich hin? Ich will zurück. Was ist das? Aua. Was ist hier oben? Jetzt habe ich schon was. Ha! Ah! Wollt ihr nicht so weit runter? Wollt ihr noch gucken, was weiter oben ist? Die kleinen Affenmenschen sind wieder da. Hallo. Schatz, wenn du Langeweile hast, könntest du einen Jump-Counter machen. Einfach immer drücken, wenn ich einmal hüpfe. Das fände ich so witzig. Boah, was? Was denn?
Was? Das ist dumm, du bist da voll rein, das hat nicht gesehen. Ich war voll daneben vielleicht. Ja, 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 ja. Hä, das war natürlich geplant.